Das geklingelt? Nein, wir nehmen jetzt auf, dass wir heute den 6. haben, Heilige Drei Könige, der Einzug in das Living Lab. Ich muss jetzt gleich mal auf die Super Illo zoomen. So, jetzt gehen wir hier mal durch die Wohnung. Das ist der Blick aus dem Fenster in den Schnee. Funeweg Nummer 8. Wie geht's Ihnen hier, Professor Wehrsporn? Neu im Plattenbau. Ja, ich freue mich, hier eingezogen zu sein zum Heiligen Dreikönigstag. Sozusagen wie einer der drei Könige hier nach Halle Neustadt zu kommen. Und ich bin erstmal sehr beeindruckt von der Qualität der Wohnung und von der Lage hier, die sehr zentral ist und auch in kürzester Nähe zum Weinberg Campus. Also circa 5 bis 7 Minuten bin ich am Institut. Bin ich sehr überrascht, wie schnell das geht. Sie haben sich hier auch schon ganz gemütlich eingerichtet. Ich sehe da einen richtig deutschen Filterkaffee auf dem Tisch, einen Baumkuchen, ne, Plätzchen. Wen erwarten Sie hier zu Gast heute? Heute erwarte ich noch Mitarbeiter aus dem Living Lab, Frau Richter, und vor allem auch noch eine Redakteurin von der Mitteldeutschen Zeitung. Gut, jetzt wollen wir hier nochmal weiter wandern. Was gibt es hier noch in dieser Wohnung? Es gibt hier einen Flur. Ach ja, von wem ist diese Wohnung? Da muss man, glaube ich, auch nochmal darauf hinweisen, dass die Wohnung freundlicherweise vom Bauverein als Nichtraucherwohnung explizit zur Verfügung gestellt wurde. Bis 31. März darf das Zukunftslab hier wohnen, arbeiten, forschen und vor allem leben. Hier ist das erste Zimmer. Hier ist noch ein Zimmer. Das ist wahrscheinlich ein zweites Schlafzimmer. Da können also noch weitere Gäste hausen, wenn hier weiter bewohnt wird. Hier ist das Badezimmer. Also ich muss sagen, alles in allem ein sehr guter Zustand hier in Halle Neustadt, in dem sich wohnen lässt. Ich folge dem Herrn Professor Wehrsporn. Wo man noch einen Eindruck kriegt von Halle Neustadt hier. Für vielleicht Personen, die jetzt Halle nicht so kennen. Das ist ein ganz kleiner Ausschnitt von Halle Neustadt hier. Ganz in der Nähe des Weinberg Campus. Aber Halle Neustadt ist natürlich für 100.000 Personen konstruiert worden. Und daher natürlich ist das nur ein kleines Mosaiksteinchen von Halle Neustadt, aber repräsentativ. Und hier werden Sie jetzt eine Zeit lang wohnen. Werden wir von Ihnen hören in der Zeit, in der Sie hier wohnen? Ja, ich hatte vorgehabt, 1 bis 2 Mal wöchentlich davon zu berichten. Für uns Wissenschaftler ist es ja wichtig, nicht nur sozusagen Ideen zu geben, sondern auch Ideen zu finden. Und das ist für mich persönlich sehr interessant zu sehen, was sind hier auch Bedarfe, wo sind hier eventuell auch technologische Herausforderungen für die Zukunft, um die dann auch mit ins Technologielab zum Beispiel von der Zukunftsstadt mit einzubringen. Dann freuen wir uns auf Ihren ersten Blog auf der Webseite www.halle.neustadt2050.de. Bis dahin, guten Tag.